Bunt soll es sein und ordentlich knallen. Zum Jahresende geben die Deutschen rund 130 Millionen Euro für Feuerwerk aus. Nicht alles, was in die Luft geschossen wird, ist dabei erlaubt. Die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung warnt vor sogenannten Polenböllern. Kunden sollten auf Kennzeichnungen auf der Verpackung achten. Polenböller ist ein umgangssprachlicher Begriff, häufig für einen nicht geprüften Gegenstand. Und der liegt einfach vor, wenn kein CE-Zeichen und keine Registrierungsnummer drauf ist. Die 0589 auf der Verpackung zeigt, dass die Bundesanstalt das Feuerwerk geprüft hat. Wer ungeprüfte Knaller kauft, geht ein Risiko ein. Oft reagieren illegale Feuerwerkskörper viel stärker als erlaubte. Explodiert so ein Böller zum Beispiel in der Hand, kann das zu schweren Verletzungen führen. Wer sicher in Deutschland böllern will, so die Experten, sollte sein Feuerwerk auch hier kaufen. Weil dann eigentlich gegeben ist, dass die Aufstellerhinweise auf Deutsch sind, die Sicherheitsangaben auf Deutsch, das ist dann bekannt. Wie verheerend illegale Feuerwerkskörper sein können, weiß der Zoll an der deutsch-polnischen Grenze. Immer wieder versuchen Leute, gefährliche Pyrotechnik nach Deutschland zu schmuggeln. Die harten Aufgriffe, kann man fast sagen, vom Kleinkind bis zur Großmutter. Also der Jüngste, den ich mich erinnern kann, war 12, der im Regionalexpress versucht hat, was Richtung Berlin zu bringen. Doch auch wer geprüftes Feuerwerk kauft, kann Fehler machen. Die Bundesanstalt für Materialforschung empfiehlt, einen Abstand von 8 Metern einzuhalten. Dann können es Böller-Fans auch ohne Sorge krachen lassen.